Hey, on arrive en balle, on arrive en blé. On attend personne pour faire les sous. La capitale, je me reconnais. Les gros et solides comme Lukaku. Je suis dans une charge, je des atouts. Après choqué, j'ai pris son start. J'arrive de. Was geht ab, meine Damen und Herren? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Nach so einer langen Zeit, dass ihr mein Gesicht hier wieder seht. Ey, Jungs, wallah, ich weiß nicht, was ich hier so gemacht habe die letzte Zeit. Ich weiß echt nicht, was das für ein Content war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich hatte echt sehr wenig Zeit. Alhamdulillah, wir sind back, Digga. Jetzt kommt weiter beschissener Content auf euch zu, indem wir einfach ein neues Auto suchen. Mein Auto hat gerade wieder einen Antriebswellenschaden. Er ist wieder am Arsch. Am 12.01. kommt der neue BWD-Drop. Die neue Kollektion No New Friends, da gibt es diese Schlüsselbänder, coole Pullis und so, die könnt ihr dann auf jeden Fall abchecken, auch auf der Internetseite, würde mich freuen, wenn ihr euch da was gönnt. Ansonsten, Bros, suchen wir erstmal ein neues Auto, ich hab Bock auf was Neues. Am Anfang war ich in Filmen und wollte mir irgendeinen Urus kaufen, jetzt hat mir jeder den Urus aus meinem Kopf geredet, ich will zwar immer noch einen, aber jetzt ist es so eine nebenbei Sache, wenn es mir Alhamdulillah viel besser geht und meine ganze Kollektion ausverkauft werden, suchen wir irgendwann mal einen Urus. Aber bevor wir einen Urus suchen, wäre für mich eine Frage, ob ich lieber ein S63 oder ein E63S kaufen soll. Was meint ihr, Chat? S63, S63, E63, E63, E63 mit Abstand, E63, E63, SE. Alter, Mann, ich hätte nicht gedacht, dass doch der E63 so krass ankommt. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Diskussion E63, S63. Deshalb würde ich sagen, suchen wir als erstes mal einen E63. Ich habe da schon einen geisteskranken gefunden. Sehr, sehr, sehr viel PS und wunderschön, so wie ich ihn mir vorstelle. Im nächsten Video suchen wir dann einfach einen S63. Ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Mir geht's auch gut. Ich habe echt viel um die Ohren gehabt, Alter. Jetzt neues Jahr, neues Glück. YouTube 100.000. Würde mich freuen, wenn ihr alle auf jeden Fall zack, zack meinen Kanal abonniert. Suchen mal wieder wie in alten Zeiten neue Autos, die wir uns dann am Ende des Tages doch nicht kaufen. Wie bei meinem damaligen oder jetzigen C63. Ich habe mir alles gesucht, ein 335 CLS und so weiter und habe mir dann aus der Hölle einfach ein C63 geholt. Ein W205, mit dem einfach keiner gerechnet hat. Ich weiß auch nicht, warum ich mit dem gerechnet habe, aber es hat irgendwie geklappt, dass ich mir irgendwie einen leisten konnte. Und so, meine Damen und Herren, suchen wir jetzt ein Mercedes-Benz E63 S AMG und kauft euch Parfüm auch, gell, geisteskrank wie immer, ihr wisst, alles gleich geblieben wie im alten Werbung hin und da, ja, ja, ja. Hol dir keine E63, so viel schöner meiner Meinung nach. Ich finde meine C-Klasse auch viel schöner, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, Alter. Ich habe irgendwie Bock auch mal auf eine neue Klasse, seit 5 Jahren, ich fahre C-AMG, ja, ne, bis wohin. Ich habe hier erstmal einen Mercedes-Benz E63, okay, ich zeige euch die jetzt mal. Das ist eine E-Klasse, genauso würde ich den optisch haben wollen. Vielleicht noch andere Felgen, aber ansonsten schwarz-matt, so die ganzen Sachen und so ein Schwarz noch. Ausstattung geht so, Lenkrad mag ich jetzt nicht so, dann mag ich den Facelift-Lenkrad viel mehr. So, ihr wisst, was ich meine, Scheinsitze ist auch gut. So, mit dem AMG Affaltabach-Logo auch, warum nicht, sage ich jetzt mal. Ne? Zack, zack, zack. Wäre auf jeden Fall auch ein Auto für mich, was in Frage kommen würde. Für 75.000 finde ich ein bisschen überteuert. Viel Kilometer, ich suche so bis 50.000, 60.000. Es gibt ein E63, den ich aktuell richtig schön finde. Und das wäre der hier. Okay. Das ist eine E-Klasse. Was mich bei dem abfuckt, sind diese Keramikbremsen, Bro. Okay. Aber ansonsten, Bro, ist dieses Auto geisteskrank. Er hat 1200 PS. Ist mit 800 PS eingetragen. Der Erste, der dieses Auto mit mir sehen würde, würde mich direkt verpetzen bei der Polizei. 1200 PS. Ich liebe dieses Auto. Also er ist optisch sehr schön. Genau diesen Lenkrad liebe ich am meisten. Komplett Carbon hier. Mag ich auch. Eigentlich schon eine gute Ausstattung so. Kann man eigentlich nicht drum herum reden. Burmaster auch. Ist auch wichtig. 117.000 Euro. Ist echt reingesteigert, Bro. Absolut perfekter Mercedes E63S in der Edition One Sonderausführung. Das Fahrzeug besitzt eine echte Vollausstattung und es gibt meines Erachtens kein einziges vergleichbares Fahrzeug im Netz. Aber das ist noch gar nicht die Besonderheit des Fahrzeugs. Okay, Bro. Vorjahr ist 2017 April, vor OPF, hat für mich 96.000 Kilometer, ist für mich viel, Bruder, für dieses Auto. 1200, wo willst du den sonst finden? Der Wagen hat 96.000 Kilometer Laufzeit, der Motor hat insgesamt eine Laufleistung von nur 22.000 Kilometer. Der Wagen eines sehr umfangreichen Optimierung unterzogen. Eine der schnellsten je gebauten E-Klassen gehandelt. Der Umbau des Fahrzeugs liegt bei über 100.000 Euro für die Optimierung. Glaubt ihr, der ist laut? Ey, Bro, ich glaube wirklich, dass wenn jemand an dir mit dem Auto vorbeifährt, er nimmt dich auseinander. Der kostet viel. 116.000, aber so ist er wirklich von der Leistung her krass. Der ist auch bei uns in der Nähe, Dachau, Digga, sehe ich gerade. Habe ich am Kennzeichen gerade so ein bisschen gesehen.
Ja, hier. Oh. Ja, da liegt sein Kennzeichen, weiß nicht. Geile Farbe. Wäre genau so ein Fahrzeug für mich. Ich sag euch so, wie es ist. Ein E63. Ich habe gehört, dass man beim E63 auch so einen Drift-Modus hat, wo man einfach viel driften kann. Wenn die Bremsen kommt, Leben Ende. Bro, die sind richtig teuer. Ich glaube, 10k kosten die 10.000 Euro zu wechseln und so. Echt ein schönes Auto. Respekt an den Bruder, der hier das hier gemacht hat. Also auch 100% ein Türke, Attila Yilmaz. Schöne Grüße gehen raus, Attila. GAD kann man schon trauen. Auf jeden Fall, Bruder. Die machen ihr Ding richtig. Dann schauen wir auf jeden Fall mal weiter nach ein paar E-Klassen. Also das ist für mich eine E-Klasse aktuell, die würde für mich in Frage kommen. 1200 PS, 100k, Budget ist vorhanden. Für 100.000 gebe ich mein C63 irgendwo in Zahlung, Digga. Und mach einfach so zack, 40, 50, was auch immer man dann mit dem handeln kann, zahle ich halt oben drauf und hole mir die E63. Also sage ich euch so, wie es ist. Müsste man mal fragen, eh so hässlich. Viele sagen, dass E-Klasse hässlich ist. Meine Freundin sagt auch, dass die E-Klasse hässlich ist. Irgendwie habe ich Bock aber auf eine E-Klasse. Ich werde Familienvater bald. Nein, Spaß, Digga. Aber immer älter wird, braucht man auch mehr Platz. Aber S-Klasse schauen wir auf jeden Fall im nächsten Video an. Gibt so einige E-Klassen, Freunde. 06 2018, der hat dann wiederum, glaube ich, OPF. S63 viel schöner, mag ich auch aktuell, aber der ist mir nicht so sportlich wie die E-Klasse. S-Klasse ist mehr so Cruisen angelehnt und ich will echt brettern ab und zu auf vorsichtige Basis, ihr wisst. Ich finde die schön, Bro. Ich finde die wirklich schön. Also am Anfang hat mir eine E-Klasse jetzt nicht so getaugt, aber jetzt, so mit der Zeit, finde ich die immer schöner und schöner. Der hat auch eine gute Ausstattung, Schalensitze, Beleuchtung. Geht eigentlich, Bro. Sowas kann man sich immer wiederholen. Zu eckig der Wagen. Finde ich aber geil, Bro, bei dem. M5 ist auch richtig günstig geworden. Die kosten jetzt so 60 bis 70.000 Euro. Aber ich tatsächlich finde die ganzen. Okay, den jetzt nicht, der ist mir zu stunny, Bro. Aber E63 irgendwie ein bisschen schöner. M5 hat halt jeder. Das ist das, Bro. Ich sehe dich gar nicht in einem M5. Seht ihr mich in einem M5? Nein, nein, nein. Dir würde E63 stehen, aber kein S oder M5. Sagt ihr, ich in einer S-Klasse, Freunde? Was oder nicht? Nur ein Stern. Mini Cooper. Warum nicht, Bruder? Was ist am Mini Cooper so schlimm? Oh mein Gott. Die schönste E-Klasse, glaube ich. Oh mein Gott, Jungs. Diese E-Klasse, Digga. Das ist eine schöne E-Klasse, Bruder. Ananasikim. Hey Jungs, der ist ja wirklich schön, Bruder. Jungs, ich hab mich verliebt, Bruder. Ananasikim. 135.000. Bro, wäre das ein Statement so? E63 Brabus? 135k würde ich niemals für eine E63 bezahlen. Bro, der hat 76.000 Kilometer. 01 2018 Baujahr. Der ist schön, 6 Jahre alt, Bro. Ey, da sehe ich mich drin. In dieser E-Klasse sehe ich mich drin, ne? Der ist heftig, Bruder. Den muss ich zack, kopieren, einfügen. Freunde, Wallah, eine E-Klasse, Bra, mit der hatte ich jetzt nicht gerechnet, Bro. Ich glaube, ich würde lieber eine E-Klasse holen, Brabus, statt S63. Oh, das ist jetzt eine Frage. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare, was ihr darüber denken würdet, ob sowas Hype generieren könnte oder nicht. Wallah, ansonsten, ich küsse eure Herzen. Passt auf euch auf, Freunde. Wir sehen uns und bye bye. Kauft Kaufim.com, erster Link in der Videobeschreibung. Bombe Step 12.1. Je vis le jour et la nuit, mon père a bien des bidons, vis toujours dans le mille, et ça finit dans le faux défilé. Je veux les parents dans les îles, les mains pour l'or dans la résine, les clients dans la carte, c'est mouton.